Hallo ihr Lieben, ich begrüße ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, ich bin im Büro. Ja, so schaut unser Büro aus. Es ist kein Abstellraum, aber ja, wir nutzen ihn auch als Abstellraum bzw. auch als Büro. Ja, und in den heutigen Vlog werden wir gemeinsam das Büro auf Vordermann bringen. Diesmal aber wirklich, also ich versuche schon seit Monaten, den Büro auf Vordermann zu bringen, nur jedes Mal kommen neue Kartonage rein. Ja, und dementsprechend schaut so aus. Ich zeige euch eine Runde. Also, so schaut es hinten aus. Da-na-na-na-na. Ja, ich weiß, dass euch solche Aufräumungsvideos gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch heute mit. Ich habe noch einen Schrank gekauft, den werden wir gemeinsam aufbauen. Alles, was hier so um und um im Freien liegt, werden wir im Schrank reingeben, so dass es ja, wie in einem Büro aussieht und nicht wie in einem Abstellraum. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Aber ja, egal wo ich anfange, kann nicht falsch sein, denn überall liegt irgendwas. Ja, ich werde mal die Sachen, die da hinten stehen, rausbringen. Dann bringe ich den Schrank raus, dann werde ich zusammenbauen. Dann die Sachen, die in diesem Regal sind, werde ich in den aufgebauten Schrank danach hier reingeben. Wir haben uns noch einen Schreibtisch besorgt, den werden wir auch natürlich zusammenbauen und diesen Schreibtisch dann ja, verschwindet. Wie sich das anhört, ist sehr viel zu tun. Ich hoffe, dass ich heute alles hinbekomme, dass es bis am Abend fertig ist. Ja, mal schauen, wie es klappt. Ihr seid natürlich auch dabei und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich glaube, als erstes werde ich mal die Tür von da aushängen, damit wir mehr Platz da haben, weil ich zeige euch, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann blockiert er mich irgendwie. Deswegen hole ich mal jetzt raus, damit ich mein Leben leichter mache. So, meine Lieben, jetzt schaut dementsprechend schon mal besser aus, als es vorher war. Aber trotzdem ist nicht optimal, denn da auf der rechten Seite, wo das Regal steht, das ist wirklich auch randvoll mit Kartonage, das gehört natürlich auch weg. Weiter an die Arbeit. Mein Papa bleibt bei uns im Büro, der muss immer in meiner Nähe sein. Und meine Klangschale darf auch aus dem Büro nicht fehlen. Die bleibt da. Ich liebe diese Sound. Hört ihr? Echt cool. Also mich beruhigt das extrem. Warte, ich zeige noch was. Ganz toll, gell? So, ich muss jetzt wirklich arbeiten, weil das ist nicht wenig. Ich habe hier noch eine Statue, ja, die ich habe von meiner Tante, die wird bei uns auch im Büro bleiben. Diese Statue ist älter als ich. Ja, ich wollte es unbedingt mitnehmen als Erinnerung. Ich kann es leider die Hand von Dani wegnehmen, weil sie ist ein bisschen, ja, nackig. Aber schauen Sie mal, ich halte es halt die Nippel. Und somit ist es einfach zensuriert.
ungefähr aussehen, wo wir sie platzieren, weiß ich leider noch nicht. Muss ich mit Mama noch reden. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say. Jetzt muss ich noch die Türen aufhängen und dann hole ich mal schon die Mama rein, dass mir da hilft es. Die Sachen von da drüben dann im Schrank einzuräumen. Denn ja, wenn ich alleine mache und dann passt das nicht, dann muss man wieder nochmal rausnehmen. Und das ist die doppelte Arbeit, die wir eigentlich nicht brauchen. Also. Schau mal, ob ich die Beschläge gut montiert habe. Weil meistens ist das so, nachdem ich was montiert habe, komme ich drauf, dass es eigentlich falsch war. Dann muss ich wieder abbauen, dann nochmal neu schrauben. Und ja, schauen wir mal. Also. Schaut gut aus. So ganz passt es nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen da einstellen. Ja, schon mal besser. Wow, bin ein Profi geworden. Mein Gott, das nennt man Arbeit. Ich kann es nicht fassen, die erste Tür steht schön. Unfassbar. Jetzt habe ich nur die zwei Glastüren zu montieren und fertig bin ich mit dem Schrank. Oh mein Gott, das schaut so schön aus. Oh, ich liebe das, wenn die Arbeit fast fertig ist. Ja, also wie ich schon vorher erwähnt habe, ich bin der, der zuerst macht falsch und dann richtet nochmal alles richtig. In dem Fall habe ich da zum Beispiel da durchgebohrt, habe ich die Schrauben miteinander verbunden, aber da ist falsch, denn da kommt eigentlich mein Beschlag und jetzt ist leider nicht mehr möglich. Das muss ich wieder abbauen und dann neu bohren. Ich habe ein Problem, das Loch ist zu groß, die Schraube passt durch, das heißt, ich kann den Beschlag nicht mehr aufhängen. Ach Gott, was mache ich jetzt? Ich gehe in meine Werkzeugabteilung, ich suche eine fettere Schraube, vielleicht passt da dann eher besser. Mal schauen. So, meine Lieben, ich habe schon was gefunden. Es ist zwar von der Form her nicht gleich, von der Länge her gleich, sag mal so, eher viel dicker und vielleicht passt es mir. Wir versuchen es. Es hat gut funktioniert. Also als zweite Schraube werde ich seine eigene verwenden, weil, ja, den Dicke, die ich davor verwendet habe, passt in das Loch nicht rein. Deswegen verwende ich wieder das. Schaut ein bisschen optisch anders aus, aber sieht ja geil im Schrank. Schauen wir mal, ob das die Tür jetzt passt. Na, was ist das jetzt? Die Tür steht, passt sehr gut, obwohl ich vorher verfuscht habe, aber ich freue mich, also da kann man wirklich viel verstauen und ja, ich muss noch die zweite Tür aufhängen und dann ist, ja, da kann ich die Mama holen und alles einräumen. Ewig ist auch die Mama da. Ja, irgendwer muss sich ja die Kinder beschäftigen. Wir waren jetzt im Garten und haben, ja, die Sonne genossen. Ich auch. Schatten genossen. Auf jeden Fall bin ich jetzt zur Hilfe geeilt. Ich habe mal die Schränke ausgewischt, weil der Papa bohrt. Aber ich hab auf die Idee zu kommen, dass das vielleicht... Ich hab's gesaugt. Ja, jetzt habe ich schon mal meine Bücher geholt. Ja, das hast du sehr toll aufgebaut. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal alles, was da drinnen ist, hier reingeben. Und wir fangen mit meinen Büchern an. Also. Wo kommen die hin? Darf ich sie in der ersten Reihe haben? Bitteschön, wo kommen meine Bücher rein? Du hast doch noch Hörbücher, oder? Und ein Kochbuch. Ein Stück. Ja, hol's halt. Die Mama hat eine Lösung gefunden. Tada! Von der Ecke in die nächste Ecke. Ja, das heißt, wir stapeln die Sachen nur höher. Na, aber das wird ja wegkommen. Das ist ja nur eine Vorübergehende. Das ist schon komplett leer, wie ihr sehen könnt. Noch ein paar Sachen davon. Hühner haben wir da oben. Hey, meine Lieben, next day. Ich war
gestern nicht fertig. Heute geht's weiter. Was ich gestern alles gemacht habe, war nur den Schrank. Den Regal da drüben, den habe ich komplett abgebaut. Alles, was im Regal war, ganz schön da drinnen mit Mama zusammen reingeschlichtet. Oben haben wir noch ein paar Dinge, die ja, in den Schrank nicht mehr reinpassen. Heute geht's weiter. Wir haben noch einen zweiten Schrank gekauft. So ein Billigregal, aber eher schmäler. Also, ja, na, oh ja, schmäler. Und nicht so hoch. Schreibtisch wird heute zusammengebaut und ich hoffe, dass ich heute den Zimmer wirklich fertig bekomme. Und jetzt werden wir weiter mit dem Schreibtisch machen. Aufbauen. Ja, die Mama ist natürlich auch da als Unterstützung, denn die Platte ist schon ziemlich groß. Und so viel Mut ist hatte ich nicht. Die Mama hat mehr. Ja, genau. Ja. Die Frauen haben immer mehr. Ich liebe dich, aber wenn du ein Kind gebären würdest, weiß ich nicht, ob du das überleben würdest. Respekt an alle Mütter. Vielleicht sind halt unsere Muskeln kleiner, aber wir haben andere Kräfte. Ja. Ja, auf jeden Fall bauen wir jetzt auf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie stellen wir den jetzt auf? Ja, zuerst mal tun wir zusammenbauen und dann orientieren wir uns, wo er am besten passt. Ne? Okay. No, was ist das jetzt? Wow, wer hat das gemacht, hä? Ich sag's dir, wir lachen uns hier schlapp. Wir sind jetzt übrigens schon ein Step weiter. Wir haben unseren neuen Schreibtisch aufgebaut. Und der Papa ist so nervig. Frag nicht, wie nervig die Mama ist. Warte, ich muss die Kamera anders platzieren, damit die aussieht, wie nervig sie ist. Also, ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir uns entweder ein neues Mikrofon holen, weil das halt immer so im Weg herumsteht. Oder dass wir einfach ein Voice-Over machen, das Mikrofon einfach da rausholen und immer schreien haben und er nur bei Bedarf anstecken. Und dann, wenn wir ein Voice-Over machen, dann machen wir so ein Voice-Over. Er sagt so, ja natürlich, wenn ich ein Voice-Over mache, dann sage ich, alles nicht, das habe ich nicht. Zwiebeln, die sind nicht. Ja, alles nicht, was? Als nächstes Zwiebeln und Karotten schneiden, kurz anschwitzen. Aber es ist auch gut, wenn wir in Corona-Zeit sind und wir ein Interview machen. Wann machen wir Interviews? Wir machen keine Interviews. Man, wir können es eh da. Wir könnten es eigentlich da. Schau. Wir können es da montieren. Dann wäre es nicht im Weg, oder? Nö, ja, das meine ich. Das hast du gar nicht gesagt. Ich habe vorher dort gehabt und gesagt, nein, nicht mehr auf meinen Tisch. Habe ich nicht gesagt. Wie geht das jetzt? Wow. Ne? Langsam schaut das wieder aus wie ein Büro. So, jetzt muss ich noch den Fauteuil reinbringen. Okay. Wow, das ist richtig. Wenn diese Wand nicht so voll gemüllt ist, so wirklich schöner. Das kann ich nicht mehr. Oh, Bibi. Das ist 40 ist schon ein bisschen anders. So, was? Wow. Wirklich? Nein. Ich heb dich so hoch, aber ich kann so. Ja. Was ist das auf ihn? Ich kann mit dir nicht machen. Irgendwas haben wir da gemacht. Du natürlich. Das ist ein Gästebett, wenn jemand mal kommt zu übernachten geht. Was zum Geil hat er? Mach ihn gerade, so wirst du nie rauskommen können. Die gerade, er geht nicht mehr rein. Sagen Sie, ich muss wieder. Ich muss ihn schlafen. Alles klar? Du bist jetzt der Kühler. Das ist nur viel zu weep. Mm-hmm.
Ja, meine Lieben, so schaut jetzt unser Büro aus. Endlich ganz gemütlich und sauber. Keine Kartonage mehr, kein Gefühl von Abstellraum mehr. Endlich wunderbar. Der Hund, der darf von hier nicht fehlen. Das ist ein Fauteur. Emmy Fauteur, oder? Emmy? Das ist schlecht. Ja, ich werde mich jetzt vom Vlog auch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Büro gefällt euch auch. Und bis nächstes Mal. Tschüss.